Und ich beginne vielleicht als erstes mit unserem großen Karl Rock'n'Roll, vertritt ihn ab, klassischer Lehrer, Karl Carlton, Leute. Wenn jemand auf der Riff steht, Leute, auf Gitarren, die akkurat, mächtig und gewaltig sind, dann gibt es noch einen, der das so anbietet aus Hamburg, Peter Keller. In Holland, liebe Freunde, in Holland gibt es wunderbare Musik. Das ist ja so ein Land, das so zwischen den musikalischen Grenzen agiert seit Jahrzehnten und immer uns tolle neue Sachen zuspielt. Er ist nicht nur Meister seines Fachs auf diesem Instrument, diesem glänzenden, toll aussehenden Instrument, sondern ein großartiger Gitarrist und Multiinstrument. J.B. Myers aus Holland. Und dass er von der Bühne gefallen ist und sich fürchterlich wehgetan hat, das merkt man ihm heute überhaupt nicht an. Er steht auf der Bühne besser als jemals zuvor, aber es ist kein Trainer. Sie singt, sie spielt Klavier, Gitarre, Percussion, Geige, wunderbar. Freue mich, dass du bei uns so lange schon bist. Charlie Krauser, liebe Freunde. Es ist die einzige, die in das Tabaluga-Kostüm außer mir passt. Das ist auch sehr besonders. Ja, er kommt aus England, dann lässt er sich nicht nehmen. Wenn wir unterwegs sind, möchte er dabei sein und wir freuen uns sehr am Saxophon. Frank Beach! Wir haben gestern in Frankfurt gespielt und es war grandios, weil sich da so einige Sachen gejährt haben. Unter anderem auch der Ort, an dem wir das erste Mal zusammen auf der Bühne gestanden haben. Sein Vater, Jean-Jacques Kravitz, der ja Eiszeit erfunden hat, hat ja auch andere Dinge erfunden und andere wunderbare Sachen vollbracht, nämlich diesen jungen Mann hier. Am Piano. Ja, so nicht alleine. Und wir haben gestern auf der Bühne so ganz beiläufig festgestellt, Pascal ist, dass Pascal in Frankfurt vor 34 Jahren, das sieht man ihm nicht an, ne? Yeah. Vor 34 Jahren kam er auf die Bühne und hat gesagt, okay, ich steige ein. Und Jaco hat den Platz für ihn freigemacht und wir sind sehr, sehr froh darüber, dass er uns seitdem zur Seite steht, wenn wir oben auf der Bühne sind. Pascal Kravitz, Leute! Yeah.
Dann haben wir eine wunderschöne Stimme. Jürgen Mortimer. Charlie Krause habe ich genannt. Lena Theodosio hat uns vor ein paar Minuten geholfen, das Königreich der Liebe zu machen. Und die neue Generation, also die nächste Generation, die pusht ganz schön oben hier auf der Bühne. Leon Taylor, der Sänger von Camp. Und das erste Mal die ganze Tour dabei, Yaris Manzur. Und dann geht das Ganze natürlich nur, wenn es einen starken, entschiedenen Motor gibt. Und den haben wir. Am Schlagzeug, Leute! Es gibt nur einen Schmied, der so am Schlagzeug spielt wie er. Seit über 40 Jahren. Wir beide sind so die Achse in dieser Band. Bert Hamminger! So, liebe Freunde, jetzt habe ich die große Ehre und das große Vergnügen, einem lieben Kollegen zu sagen, der mal für Ken kurz einspringt. Wir begrüßen Daniel. Und willkommen, Daniel. Jetzt machen wir unser Versprechen wahr und gehen ganz weit zurück. Jetzt kommt du. Oh.
von mir.